Morgen, Freunde der Sonne. Nein, Spaß. Yo, yo, guten Morgen zusammen. Was geht? Dankeschön, Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es nach Fiorentina. Wir ziehen uns jetzt um. Dann geht's auch direkt los. Ja, Leute, wir haben uns jetzt umgezogen. Jetzt geht's nach Fiorentina. Bis später. Jo, Leute, was geht? Wir befinden uns gerade in einem Auto von Sixt gemietet. Ich wollte eigentlich ein C63 AMG, aber habe ich mir gedacht, für die Fahrt lohnt sich das nicht. Deswegen ein günstiges Lancia. Mit dem Zug hat sich das nicht gelohnt, beziehungsweise Fahrt wäre es um 7 Uhr. 3 Stunden Fahrt liegen vor uns. Egal. Ich habe Bock gegen Juve. Die alte Dame. Wir sehen uns. Wir sind gerade genau auf der Hälfte, nur noch anderthalb Stunden. Es ist schon sehr dunkel geworden. Ich ziehe weiter von links weiter mit 200 km/h. Wie man sehen kann, wie man gut schwer erkennen kann. Bis später. Richtung Napoli. Ihr habt mich schon verstanden. Wir mussten Maut zahlen, 21 Euro für über 200 Kilometer. Ich sag mal so, geht fit. Also ist besser als Zug gewesen. Zugtickets waren auf jeden Fall teurer. Zum Beispiel Zugtickets von Milan nach Bergamo war nur 6 Euro. Eine Stunde Fahrt. Auch krass, herbe günstig. In einer halben Stunde am Stadion. Bis später. So, wir sind in Florenz, kurz vor Florenz, noch 20 Kilometer. Wir sind einen Weg gefahren. Gott weiß, nur mit Bergen voll, wie wir hier gerade sehen. Was ist das für ein Weg? Ich schwöre gleich, wir gehen klettern. Auf jeden Fall. Klebt die ganze Zeit ein Auto hinter mir. Die italienischen Autofahrer sind auf jeden Fall sehr komisch und aggressiv direkt. Lass mich nur in Ruhe, Alter. Ich will nur in Ruhe zum Spiel, Bruder. Wir nähern uns, wir sind 5 Kilometer entfernt. Voll, alles weggepackt, aber wir finden schon was. Improvisation. Improvisation. Angekommen nach 3 Stunden nach Fiorentina sind wir endlich da. Zeig mal einmal, wie voll die Straße, also die Straßen sind alle voll wegen Spieltag. Wir haben auch es geschafft zu parken, irgendwie improvisiert und geparkt. Ist scheißegal, den Rollern wird schon gut gehen. Die Leute sind heiß, ich hab Bock. Wir haben uns jetzt Shirts gekauft, wie man unschwer sehen kann. Trikots waren 35 Euro, aber dachte ich mir, komm, scheiß drauf, lohnt sich nicht. Die Stadt ist voll, wie man sehen kann. Zeig mal einmal da links rum. Wir gehen jetzt weiter. Porze Fiorentina! Was you say later, they get followed by 10 on the bike, I'm like the
disciples. Ask yourself, what you really outside for? Can't be Spotify, Apple and Tidal. Willkommen beim Stadio. Ich habe wieder Neapel im Stadion von Fiorentina. Wir gehen direkt zu unseren Plätzen, kommt mit. Das Stadion ist ein sehr älteres, wie man sehen kann. Anders als Atalantas, kommt direkt mit. Man hat hier noch einen kleinen Essenstand, Ambulanza ist schon da. Komm. Und hier sind wir im Stadion. Herzlich willkommen zu unseren Plätzen. Von hier haben wir diese wunderschöne Aussicht. Hätte ich nur ein bisschen höher geholt. Da hinten hören wir die Juve-Fans. Man kann das Spiel verfolgen. Viel Spaß beim Spiel. Das mit Astori, wer das nicht weiß, letztens vor Bayern ist der Verteidiger Christian Astori verstorben. Eine Fanslegende von Fiorentina. Rest in Peace. Nun könnt ihr unsere Aussicht sehen. Auf die Tribüne ist die Aussicht nicht schlecht. Aufs Spielfeld ist es okay. Sonst Arda, es ist wieder Spielzeit, hast du Bock? Ich habe richtig Bock, gegen Juve auch noch. Kein Regen zum Glück diesmal. Deswegen viel Spaß. Die Schweine aus der Auswärtstribüne. Die Juventus-Fans. Die Spieler laufen rein. Von wo? In welchem Stadion laufen sie rein? Was ist denn jetzt los? Da hinten sind die Spieler. Ein sehr komischer Einlauf. Aber ja, egal, Hauptsache sie kommen zum Spiel. Okay. Die Spieler klatschen ab. Ich hoffe, der Schiedsrichter ist nicht so wie gestern beim Spiel Atalanta, so ein räudiger Schiedsrichter. Ich würde wieder sagen, let's go Matchday. Hey, was denkst du eigentlich, wie das Spiel auslaufen wird? Juve wird die auseinandernehmen, sagst du? Ich sag, entweder unentschieden oder Juve wird knapp gewinnen. 2-1, 3-2. Nicht umsonst Zweiter. Ja, aber Forza, Fiorentina, Forza. Die Spieler halten nun eine Schweigeminute alle zusammen. Oh, was ist das? Worum geht's? Stark, wir haben festgestellt, dass es eine Schweigeminute war. Aber die haben die ganze Zeit applaudiert, deswegen waren wir verwirrt. So, die Mannschaften. Fiorentina ist aufgestellt, Juventus macht einen Kreis, Alter, wie in der Kreisliga immer. Angepfiffen, das Spiel hat angefangen. Fiorentina AC, direkt ein langer Ball. Buh, die Juve-Fans, buh. Eiskalt, der Ball war, glaube ich, gar nicht im Aus, ne? Der war noch ein Stück drauf. Was ein Linienrichter. Massimiliano Allegri.
Und der von Fiorentina kenne ich ehrlich gesagt nicht. Doch, oh. Oh, Rabiot. Man sagt, Rabiot ist mein Zwilling. Aber Zlatan ist auch mein Zwilling. Angriff von Juve. Hat er nicht bekommen. Wer ist die Nummer 11? Ach, du Scheiße. Das Tor, erste Tor im Spiel. Ist das Tor passiert? Ich habe das gar nicht gesehen. In der 10. Minute 1-0 für Juventus. Juve-Fans freuen sich natürlich. Freistoß Fiorentina. Sehr guter Freistoß, aber leider nicht genügend. Chelsea kam dran. Die erste Halbzeit ist vorbei. Keine Sorge, ist Wasser. Keine Cola, Boykott. Wir gehen uns erstmal was zu essen holen. Ich hoffe, die zweite Halbzeit wird spannender. Fiorentina ist am Zug. Juventus, keine Chance. Die zweite Halbzeit hat bereits angefangen. Wir haben uns ein bisschen angepasst mit den Plätzen. Juventus-Spieler trainieren direkt von uns. Auch Ex-Fiorentina-Spieler Vlahovic wird von den Fiorentina-Fans absolut gehatet. Hier werden schon Sachen geworfen. Ordner müssen schon einsetzen. So begrüßen sie ihren alten Spieler zurück. Auf Kenny. Abgeblockt vom Verteidiger, ganz stark. Fehlpass. Oh, Torwart hält, man konnte es nicht richtig sehen. Scheiße. Man muss wirklich sagen, die Juventus-Fans machen die ganze Zeit Stimmung. Die ganze Zeit. Von den Fiorentina-Fans hörst du gar nichts, außer es wird vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich muss schon sagen, das Spiel ist schon teilweise, also was heißt das, schon langweilig, auch wenn Fiorentina Druck macht und Juventus nichts hinbekommt. Ich bin kurz vorm Gähnen. Ich bin schon müde geworden. Aber mal schauen, hoffentlich fallen noch die letzten Tore. Der Ex-Fiorentina-Spieler Vlahovic. Spiel wurde abgepfiffen. Juventus holt sich die 3 Punkte. Juve-Fans freuen sich. Juventus gewinnt 1-0. Miretti in der 10. Minute. Fiorentina hat es nicht geschafft, in den 80 Minuten ein Tor zu treffen. Florenz, Fiorentina verloren. Nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Spiel war langweilig. Fiorentina hatte wirklich sehr viel Ballbesitz, aber hat es halt nicht hinbekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Hunger. Wir sind noch mit 2 Croissants am Stehen von heute Morgen. Ihr hört die Fiorentina-Fans. Außer die Juve, die freuen sich natürlich. Die 4 Stunden, die angereist sind, wir 3 Stunden. Dann bis gleich im Restaurant. Wir sind zurück im Auto. Das Auto steht. Ohne Probleme. Ach du Scheiße, was soll denn der Scheiß hier? Also wer das gemacht hat, der kriegt eine Anzeige. Improvisieren. Wir sind zurück nach dem Spiel in einem italienischen Restaurant. Ich habe mir direkt wieder eine Pizza bestellt. Ist okay. Aber sehr dünn. Wir essen uns jetzt satt. Dann gehen wir zum Auto. Dann geht zurück nach Milano. Bidur, Lam, Bidur. Okay. Okay, important. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Es geht zurück nach Milano. Schöne 3 Stunden, die ich nochmal fahren kann, obwohl ich schon ein bisschen müde bin. Egal, dafür satt. Ziehen wir durch. Allgemein fand ich den Trip nicht schlecht. Für 38 Euro gegen Juve so ein Spiel nimmt man mit. Plätze waren okay.
hätte ich lieber welche geholt, die höher sind. Aber ich glaube, ihr habt es auch gesehen, in der zweiten Halbzeit bin ich dann weiter vorgegangen. Man konnte auch stehen, also da haben die Ordner nichts gesagt. Du konntest so gefühlt auf dem Gelände die ganze Zeit gehen und stehen, was ihr sehen werdet. Normalerweise ist das nicht erlaubt in anderen Stadien. War komisch, war ein schönes Stadion, Stimmung war okay. Von Juventus-Fans war die Stimmung schon besser. Spiel allgemein war ganz okay. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Einen kleinen Trip für euch in Fiorentina. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer eine Bewertung da, ob gut oder schlecht. Kommentiert euren Lieblingsverein, wo ich noch hingehen könnte und so weiter und so fort. Alles mit Fußball. Es werden auf jeden Fall noch demnächst weitere Videos kommen. Hör auf zu lachen, du Arsch. Ja! Dann nicht Buongiorno, sondern Arrivederci!